Berichtest heute an der PH Kärnten über das Unterrichtskonzept Inverted Classroom. Wir haben 2013 schon mal darüber gesprochen. Was sind jetzt bisher deine Erfahrungen? Wie hat sich das Konzept weiterentwickelt? Hast du gemerkt in diesen Jahren, das hat sich bewährt und oder das hat sich nicht bewährt? Wie waren es dann da deine Erfahrungen? Genau. Es gibt mehrere Erfahrungen, die zur Weiterentwicklung geführt haben. Einmal in der Vorbereitungsphase des Flipped Classroom und einmal in der Präsenzphase. Also bei der Vorbereitungsphase haben wir damals noch sehr stark erklärvideobasiert gearbeitet, dass wie Erklärvideos gezeigt werden und dann muss man anschließend anwenden. Das entspricht aber gar nicht vielen Lernprozessen, dass man erstmal erklärt und anschließend übt, sondern oftmals verschenkt man sich dadurch ja die Möglichkeit, Prozesse auch oder Dinge selbst entdecken zu lassen. Ja, also dass Studenten sich selbstständig in eine mathematikhaltige Situation beispielsweise einfinden und dort versuchen, selbstständig Strukturen zu finden. So, wenn man die einfach gleich erklärt, dann ist es schade, weil man sozusagen das verschenkt hat, ne? Also wir gehen jetzt viel mehr aufgabenbasiert vor, wo wir nicht nur Erklärvideos in der Vorbereitungsphase geben, sondern Aufgaben, die zu bearbeiten sind. Zum Beispiel auch mit Impulsvideos, wo man eine mathematikhaltige Situation zeigt, aber dann es im Wesentlichen den Studierenden überlässt, da reinzutauchen, sich vorzubereiten. Und dann besprechen wir in der Präsenzphase diese Vorbereitungsergebnisse. Präsenzphase habe ich auch weiterentwickelt, habe gemerkt, das, worauf es da ankommt, ist beispielsweise, dass wir möglichst viel Lernzeit haben. Und gerade wenn man ständig wechselt zwischen Diskussionen und Präsenz- und Frontaldiskussionen, dann verliert man sehr viel Zeit durch diese Wechsel. Und da gibt es auch mehrere Methoden. Beispielsweise setze ich einen Klangstab ein, bei dem sozusagen als Signal deutlich wird, jetzt ist absolute Ruhe, damit wir schnell zwischen Mummelphasen und Frontalphasen wechseln können. Oder ich laufe mit dem iPad rum und fotografiere die studentischen Arbeitsergebnisse. Und dann anschließend komme ich nach vorne, also während sie arbeiten, fotografiere ich, was sie tun. Und anschließend kommen wir nach vorne, Klangstab, alles ruhig und ich präsentiere sofort die Arbeitsergebnisse. Wir haben also verlieren keine Zeit dadurch, dass noch was an die Tafel geschrieben werden muss oder so. Also Präsenzphase bedeutet kein Zeitverlust. Das ist ganz wichtig. Auch ganz wichtig ist die Selbstorganisation der Studierenden. Wie schnell schaffst du es, dass sie wirklich die Studenten dann auf dein Konzept einstellen? Beziehungsweise wird das Konzept ja auch in der Schule eingesetzt. Ab welchem Alter, welcher Klasse kann ich verlangen als Lehrer, dass sie die Kinder so weit selber organisieren, dass das System Sinn macht? Ja, also bei den Studierenden, glaube ich, ist innerhalb der ersten 2, 3 Wochen klar, wie das System funktioniert und können damit auch arbeiten. In der Schule würde ich das Konzept in dieser Reihenform wahrscheinlich gar nicht so einsetzen. Es gibt Lehrer, die machen das. Kann man natürlich machen, dann muss man die Schüler natürlich auch ein Stück weit dran gewöhnen. Also jede Methode muss trainiert und geübt werden. Dass man mit Schülern beispielsweise erstmal gemeinsam ein Video in der Klasse anschaut und zeigt, wie man mit Video lernt. Und da muss man natürlich auch erstmal eine gewisse Zeit geben, bis allen klar ist, dass tatsächlich ernst genommen wird, dass man sich vorbereiten muss und so. In der Schule habe ich aber gar nicht die Situation, dass ich einen 90 Minuten Frontalvortrag loswerden will oder oftmals nicht, so wie ich das in Vorlesungen habe. Sondern Unterricht funktioniert ja oftmals schon sehr viel schülerzentrierter, sodass ich mir da vielleicht an einer anderen Stelle, da starte ich an einer anderen Stelle und muss mir überlegen, an welchen Stellen macht denn der Einsatz von digitalen Videos im Unterricht Sinn, als Hausaufgabe oder in anderen Settings, zum Beispiel in Form von Lernstationen und so weiter? Da würde ich wesentlich flexibler rangehen, als so einen klassischen Flipped Classroom 1:1 umzusetzen. Heute geht es ja an der PH Kärnten auch um die zukünftigen Lehrer, also um die Lehrerausbildung, die dieses Konzept vielleicht einsetzen können. Es ist ja doch ein Tick leichter, eine Vorlesung zu gestalten, meines Erachtens. Wie bringt man die Lehrkräfte dazu, sich einem wesentlich aufwendigeren Konzept zu widmen, anstatt zu sagen, okay, ich mache jetzt 45, 50 Minuten den Stoff und lerne es zu Hause? Ich habe die Erfahrung gemacht, man kann Leute nicht dazu bringen, mehr Aufwand zu treiben, sondern sie müssen von sich aus erstmal den Bedarf spüren, was anderes machen zu wollen. Also ihr Konzept zu ändern, die Lehrqualität zu verbessern. Sie sind unzufrieden mit ihrer Situation, weil sie zu wenig Kontakt zu den Studenten haben und so weiter. Sie möchten aus sich heraus etwas verändern. Und dann kann man beispielsweise als eine Möglichkeit Flipped Classroom als Methode vorstellen und sagen, vielleicht ist das das, was dir weiterhilft. So. Und diese Lehrpersonen sind dann in der Regel auch bereit, den Aufwand zu leisten. Oder sie erkennen, der Aufwand ist doch zu hoch oder so. Aber missionarisch tätig zu werden bei Leuten, die ganz zufrieden sind mit ihrer Situation und dem Aufwand, den sie treiben, das hat kaum Wert. Ich heute herausgehört habe, du setzt vor allem auf Methodenvielfalt. Also es gibt nicht die einzig richtige, sondern wichtig ist nicht immer dieselbe. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, also es wäre schlimm, wenn alle Flipped Classroom machen würden in der Hochschule, sondern Lehramtsstudenten und auch andere Studenten sollen natürlich auch eine Vielfalt an Methoden kennenlernen. Deswegen ist es auch ganz gut, dass nicht jeder diese Methode einsetzt, sondern dass der eine macht Flipped Classroom, der andere macht klassische Vorlesung, der dritte macht vielleicht ein Projektseminar und so weiter und so weiter. Und dann lernen insbesondere Lehramtsstudenten auch eine Vielfalt an Methoden kennen. Wichtig ist mir, dass es nicht darauf ankommt, möglichst viele Methoden, also keine Methodenvielfalt ist ein Begriff, der weckt die Assoziation, viel hilft viel, sondern möglichst passende Methoden. Das heißt, man muss aus einem großen Methodenrepertoire die geeigneten Methoden auswählen können. Und es sind in der Regel nicht immer die gleichen, weil für verschiedene Ziele auch unterschiedliche Methoden gut sind.